Dein Arceus-Phone scheint auf irgendetwas zu reagieren. Begegne allen Pokémon. So, Palkia haben wir gefangen. Das Gegenstück ist doch damit abgeschlossen. Nach den Feierlichkeiten. Oh, verlasse dein Quartier. Der Riss ist verschwunden und das große Unheil abgewendet. Endlich kannst du dich ganz deiner Arbeit im Forschungstrupp widmen. Dein Pokédex wartet. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arceus. Es ist natürlich noch nicht vorbei. Guten Morgen, Fabian. Ja, hier bricht der Tag an. Der Himmel ist wieder blau. Einen sehr schönen, gemalten Himmel haben sie da. Der Riss im Raumzeitgefüge ist verschwunden. Wir vom Forschungstrupp können uns also wieder voll und ganz unserer Mission widmen. Der Vervollständigung des Pokédex. Damit haben wir erstmal alle Hände voll zu tun. Es soll jetzt im Büro des Forschungstrupps besprochen werden, wie wir weiter vorgehen. Wir sehen uns dann dort. Ja, dann, wenn wir schon mal da sind. So, hattest du auf dem Fest Spaß? Ich bin total kaputt. Verstehe. Es war ja auch viel los. Ich glaube, ich habe sie noch nie so ausgelassen gesehen wie beim Fest, Kommandantin Celestis. Was haben Sie sich nur eingebildet, Professor? Bitte Ihr Bericht zum Pokédex. Der jetzige Stand bezüglich der Vervollständigung des Pokédex kann sich durchaus sehen lassen. Allerdings glaube ich, dass wir noch mehr Pokédex-Aufgaben erledigen sollten. Zudem scheint es in der Hisui-Region Pokémon zu geben, von deren Existenz nur in Legenden berichtet wird. Ob wir diesen Erzählungen wohl wirklich nachgehen sollten? Wir wissen noch zu wenig über die Geschichte und die Legenden der Hisui-Region. Hallo, hallo, ich habe zufällig gehört, was ihr gerade gesagt habt. Wenn es um die Geschichte und Legenden der Hisui-Region geht, seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Ich habe öfter mal blau gemacht und also ich meine natürlich, wenn es die harte Arbeit bei der Ginkgo-Gilde erlaubt hat, habe ich die Ruinen der Hisui-Region aufgesucht. Daher bin ich überzeugt, dass ich euch einiges über legendäre Pokémon beibringen könnte. Ah, das klingt wirklich vielversprechend. Dafür wären wir Ihnen äußerst dankbar. Fabian, diese Aufgabe geht an dich. Höre dir an, was der Händler zu berichten hat und kooperiere mit ihm, falls nötig. Wir werden derweil versuchen, auf andere Weise Informationen über Pokémon zusammenzutragen. Wunderbar. Wie wäre es, wenn wir uns in der Anhöhenbasis treffen, Fabian? Mythenjäger. Ich hätte da nämlich auch noch eine Bitte an dich. Bis später. Okay. So. Und guck mal, Herr Laven, Sie haben doch da zwei nette Pokémon, die Sie nicht brauchen im Moment. Ah, Fabian. Hättest du das dagegen, die Pokémon, die hier im Büro bei meiner Arbeit geholfen haben, auf deine Forschungsexpedition mitzunehmen? Ja, das mache ich doch gerne. Great, ihr werdet bei deiner Forschung bestimmt viel Spaß zusammen haben. Feuerriegel erhalten. Geil. Otaro ebenfalls erhalten. Sehr schön. Sehr schön. Ja, wunderbar. Das hilft dem Pokédex ungemein weiter. Und wir haben zwei neue Nebenmissionen. Ein Zeichen der Dankbarkeit. Mahiro vom Diamant-Clan wurde wohl vor langer Zeit von einem Pokémon gerettet. Sprich mit ihr und geh der Sache auf den Grund.
Und ein tiefschwarzer Albtraum, das ist Darkrai. Uns hat ein Bericht über die Sichtung eines angsteinflößenden Pokémon erreicht. Sprich mit Duncan in Professor Lavins Büro und versuche, es zu fangen. Da würde ich doch direkt mal sagen, erzähl mal, Duncan. Bist du derjenige, der meinen Auftrag angenommen hat? Dann kommen wir mal gleich zur Sache. Eine alte Legende in Hisui erzählt von einem dunklen Albtraum, der Menschen nachts auf einsamen Pfaden heimsucht. Ich glaube eigentlich nicht an solches Zeug, aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Das schreckliche schwarze Pokémon, das so aussah, wie es in der Legende überliefert wird. Es heißt, wer in einem von ihm erzeugten Albtraum gefangen wird, wache nie wieder auf. Wir müssen also etwas unternehmen, bevor ihm jemand zum Opfer fällt. Ich habe das Pokémon auf halber Strecke zum Gipfel des Kraterbergs gesehen, in der Nähe der Kletterklippe. Ich war nachts alleine unterwegs, so wie es die Legende besagt. Aber pass bloß auf, dass es dich nicht erwischt, hörst du? Okay. Coole Sache trotz allem. So. Ja. Ich habe gehört, es gibt Pläne, eines der Basislager zu einem Dorf auszubauen. Das ist ja auch cool. Tja, so entsteht dann nach und nach die Sinnoh-Region. Dann holen wir uns mal Vollriegel und Otaro. Palkia haben wir ja auch noch. Ist halt Wasserdrache. Nee, dann nehmen wir jetzt, machen wir mal Otaro dazu. Und Feuerriegel. So. Versuchen wir es mal. Und wir begeben uns aber Mythenjäger noch zu dieser Hauptquest. Gib gut auf dich acht. Triff dich in der Anhöhenbasis im Obsidiangrasland mit Volvo. Volvo. In der Anhöhenbasis. So, da wollen wir hin. Da ist er. Aha. Da ist also diese Steintafel. Sieh dir das mal an, und zwar ganz genau. Diese Muster sehen aus, als seien sie Pokémon nachempfunden. Ich vermute, dass es sich um Schriftzeichen handelt, quasi um Hieroglyphen. Nachdem ich verschiedene Ruinen untersucht habe, bin ich zu der Schlussfolgerung gekommen, dass sie alle die folgende Geschichte erzählen. Ein tapferer Jüngling macht sich Seite an Seite mit Pokémon auf, um die Fragmente einer allumfassenden Gottheit aufzuspüren. Allumfassende Gottheit, Fragmente. Genau, ich spreche von der allumfassenden Gottheit, dem Schöpfer des Universums. Sein Name lautet Arceus. Na, der Name Arceus ist dir sicher schon einmal untergekommen, habe ich recht? Kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das sage ich immer so ein, zweimal zu Beginn jedes Videos. Natürlich, du bist schließlich der Held, der Hisui vor dem Untergang bewahrt hat. Und was die Fragmente betrifft, dabei muss es sich um die Tafeln handeln. Du weißt schon, Tafeln wie jene, die du von den Königinnen und Königen erhalten hast. Auf der Rückseite jeder Tafel sind Schriftzeichen eingraviert. Lies am besten selbst, was dort steht.
In voller Einsamkeit tat es seine Atemzüge, da war das Universum noch nicht geboren. Das Wesen, von dem hier gesprochen wird, ist Arceus höchst persönlich. Fabian, lass uns alle Tafeln sammeln. Was sagst du? Ich habe auch schon eine Idee, wo wir anfangen können. Dafür müssen wir uns tief in den Strapazenheim begeben. Okay. Läuft. Dort ist das. Gut. Dann gehen wir doch mal dorthin. Ihr sagt Bescheid, falls ihr einen Shiny seht, ne? Liebe Zuschauer. So, so, so. Genau hier geht also das Mysterium weiter. Fabian, wenn ich mit meinen Nachforschungen richtig liege, dann... Ah! Oh, sorry. Ein Elite-Pokémon. Sei doch so lieb und kümmere dich um dieses Hohnweißel, Fabian. Okay. Los, Dialga. Los, Dialga, mit Zeitenlärm. Okay, Tempotechnik kommt zuerst. Konnten wir nicht angreifen. Jetzt. Tempotechnik. Käfergebrumm. Und nochmal. Uiuiui. Ja, da ist Dialga nicht das richtige Pokémon für diesen Kampf eigentlich. Macht einfach Dialga platt. Einfach feste drauf. Ja, Feuerriegel hilft uns da noch nicht. Oh, aber Evoltec. Elevoltec. Ich dachte gerade, wo ist es denn? Da ist es. So. Aber jetzt hier. So muss das. Okay, und die steigen direkt auf und könnten sich schon entwickeln. Das tun wir aber noch nicht, weil wir die Pokédex-Einträge mit denen noch vollständig machen wollen. Du erhältst die Steintafel vom Stein. Gestein. Stöbe. Ja. Hatte dieses Pokémon die Steintafel, nach der wir gesucht haben? Hat sie es etwa nur zufällig aufgelesen? Jedenfalls war das die einzige Tafel, über die ich Informationen hatte. Mehr weiß ich nicht. Da sich bis jetzt aber noch nichts ereignet hat, gehe ich davon aus, dass es noch mehr Tafeln geben muss. Doch mir kommt da eine Person in den Sinn, die mit Sicherheit mehr über die Tafeln weiß. Ja, Omi. Ganz genau, Fräulein Kugita.
Du hast dich schließlich noch gar nicht für ihre Hilfe mit der roten Kette bedankt, nicht wahr? Dann ist das die perfekte Gelegenheit. Also, lass uns zur uralten Siedlung aufbrechen. Müssen wir erstmal hier die Alga wieder aufpäppeln. Beziehungsweise können wir da, glaube ich, vielleicht uns auch heilen lassen. So, was haben wir hier noch? Gibt noch was hier? Außer ein unheilvolles Skaraborn. Das war ja fast klar. Leicht von vorne. Ja, sehr gut. Okay, das ist einfach gut, wenn sowas klappt. Gut. Okay, so. Damit war es das für diesen Teil im Let's Play. Im nächsten Teil gehen wir weiter den Mysterien auf den Grund und schauen mal, was dieses Spiel noch so für uns bereithält. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal.